Hallo meine Lieben, ich habe heute, huch, jetzt fällt die Hälfte schon raus, wieder ein aufgebraucht und leer gemacht Video für euch. Ihr seht, ich habe fleißig wieder gesammelt und ich würde sagen, wir fangen auch gleich schon an. Und zwar sind einmal meine Hygiene-Reinigungstücher alle gegangen, da nehme ich immer die von Domol. Klar, die gibt es auch mit Geruch, aber ich nehme halt immer die. Und die habe ich schon benutzt, bevor Corona sein Unwesen trieb. Also von daher, ja, ich finde die ideal für Toiletten zum Reinigen und auch Griffe, wie heißt das, Lichtschalter und ja, auch von die Kühlschrankgriffe und sowas. Sowas tue ich sozusagen damit reinigen und Fensterbretter. Und ja, also da habe ich auch immer genügend da. Ich hatte auch mal welche mit Geruch, aber die fand ich, ja, ein bisschen so penetrant gerochen. Dann sind einmal, hatten wir so Kräuterbonbons da gehabt und ja, die haben den Kindern recht gut geschmeckt. Meine, die lieben zwar auch süße Bonbons, aber die greifen eher zu Kräuterbonbons. Die finden auch so Honigbonbons, Salbeibonbons finden die mega, mega lecker. Also die essen sie auch, wenn sie kein Halsweh haben. Und dann habe ich mal was ausprobiert. Und zwar von 5 Minuten Terrine habe ich einmal Kartoffelbrei mit Blattspinat. Ich muss sagen, da war ich, also das finde ich, schmeckt mega, mega lecker. Und dann habe ich noch Kartoffelbrei mit Creme Fraiche und Schnittlauch. Und ich muss sagen, das schmeckt auch richtig gut. Also die beiden habe ich auch schon wieder versucht nachzukaufen. Klar, einiges war natürlich auch schon wieder weg. Und ja. Dann sind einmal die Bake Rolls Salz alle gegangen. Da kriegen, also entweder knabbern wir die abends vom Fernsehen oder ja, ein paar kriegen natürlich auch die Kinder mit in die Feschbarbox. Genauso wie auch wieder Studentenfutter alle gegangen sind. Ihr wisst, das kriegen meine auch mit in die Feschbarbox. Heute gab es auch mal sowas mit in die Feschbarbox. Da waren diese Paprika Dinger waren sozusagen hier drin und da haben jeder die Hälfte sozusagen damit in die Feschbarbox mit reingekriegt. Und Apfel-Mango-Reiswaffeln gab es auch mal mit in die Feschbarbox. Ihr wisst, ich tue das immer so ein bisschen variieren. Es ist natürlich jedes Mal ein Quetschi mit dabei und ein Riegel. Und dann gibt es dann noch eine kleine Tüte mit Knabbersachen. Dann ist natürlich auch ein Feschbarbrot dabei. Und dann noch ein bisschen Obst oder Gemüse, je nachdem. Weil frühs essen meine gerade jeden Morgen eine Kiwi. Und ja, mehr wollen sie dann nicht. Und dann habe ich einmal von Lavera eine Repair- und Pflegekur ausprobiert mit Rose und pflanzlichen Erbsenprotein. Und für strapaziertes und trockenes Haar, ich muss sagen, ich war eigentlich recht gut zufrieden damit. Man lässt das Ganze 5 Minuten einwirken, minimal 5 Minuten. Man kann es natürlich auch länger drinnen lassen, umso länger, umso besser bei so einer Haarkur. Und dann wäscht man es einfach wieder aus. Und danach waren meine Haare schön weich und auch gepflegt. Also man sieht jetzt nicht, dass sie irgendwie trocken sind oder so. Was ich halt bemängeln muss, ist der Rosenduft, der kommt richtig gut raus, aber halt auch der Erbsengeruch. Und das finde ich jetzt für sowas nicht gerade ideal. Dann habe ich natürlich auch wieder ein paar Badeperlen benutzt. Meine Kinder diesmal auch. Und zwar haben sie einmal ein Sprudelbad Ananas. Da ist so ein kleiner Stern drin gewesen, der riecht mega lecker nach Ananas. Und mit Meersalz und Jojobaöl. Und richtig, richtig toll. Ist für Kinder ab 3 Jahre, können die natürlich und drinnen baden. Und ja, 15 Minuten kann man die hier drinnen rumplanschen lassen. Und ja, und dann haben sie auch einmal Waldelfe mit Erdbeergeruch. Das war natürlich auch mega, mega toll. Das hat dann schön noch gesprudelt und riecht auch mega lecker, also so für zwischendurch für Kinder finde ich das auch mal richtig, richtig schön. Achso, das ist von Kneipp und das andere war von der Eigenmarke von, das ist die Eigenmarke von Müller. Dann habe ich einmal Badeherzen mit Lavendelduft. Ich habe nämlich gesehen, dass ich nämlich noch selbstgemachte
Badesalze sozusagen habe. Und da waren zwei mega süße Herzen drin mit so Lavendelkrümelchen drin. Und ja, da habe ich für zwei Badewannen sozusagen 2 Tage in Badeherzen gebadet. Da ist Shea Butter und Lavendelblüten waren da mit im Wasser. Und ja, man steht auch hinten drauf, man soll hinterher auch die Wanne gut ausspülen bzw. sauber machen. Weil natürlich die Shea Butter ist es Butter, muss man bedenken. Die klebt natürlich am Wannenrand. Und Lavendelblüten muss man natürlich auch gut ausspülen, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Und dann habe ich auch Kuschelzeit von TT Sept, ein winterliches Aromabad, diesmal wieder mit Fruchtpunsch und Glitzereffekt. Ihr wisst, bei Glitzereffekt muss man sich hinterher immer wieder abduschen. Ja, und es riecht wirklich so wundertoll nach Weihnachten und man hat dann wirklich, man ist dann wirklich richtig in Weihnachtsstimmung. Und ihr wisst, bei TT Sept gibt es auch immer eine Riechprobe. Und ja, also ich war mega begeistert. Ich liebe Badeperlen, ihr wisst es. Dann hat meine Tochter, die hat dann noch so eine separate Thermosflasche. Da kriegt sie entweder nur heißes Wasser mit für so eine 5-Minuten-Terrine oder so eine Suppe mit rein, damit sie die dann in der Schule dann schlürfen kann und sich zu Gemüte führen kann, da sie ja immer bis 3:30 Schule hat. Und ja. Und deswegen ist ein ausgewogener Feschbar dann noch zusätzlich auch, tue ich auch mal 2 Gummibärle oder so mit rein. Also ja, es ist dann schon auch was zu naschen dabei. Dann sind auch wieder meine Obst- und Gemüsekapseln alle gegangen. Ihr wisst es. Ich habe die ja in so einem Abo. Ja, und da werden die mir automatisch zugeschickt. Und da muss ich sozusagen gar nicht dran denken, die irgendwie neu zu bestellen. Und dann sind natürlich auch meine Räucherstäbchen mal alle gegangen. Und zwar habe ich ganz, ganz, ganz verschiedene Räucherstäbchen mir geholt gehabt. Von Rajat. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, und da kriegt man, ich glaube, 8 verschiedene. Und nee, 4 verschiedene und alle halt doppelt. Oder 6 verschiedene und alle doppelt. Ja, und da habe ich, sind halt meine Glücksstäbchen. Ich habe zwar noch mal so eine Packung, aber die sind halt jetzt alle. Ich finde, die riechen richtig angenehm. Und ja. Also ich kriege auch, ich bin sehr empfindlich, was Räucherstäbchen betrifft und von denen kriege ich keine Kopfschmerzen oder so. Also ich kann da richtig gut entspannen und ja, ich genieße sie dann auch immer. Dann ist auch einmal mein Make-up alle gegangen von Instant Matte Make-up und zwar ist das Ton 10 Matt von Essence. Ja, da habe ich natürlich auch schon wieder ein anderes nachgekauft. Und mein Concealer ist natürlich auch alle gegangen. Und den habe ich auch schon wieder nachgekauft. Bei Make-up gucke ich halt immer noch ein bisschen rum. Und dann ist wieder ein Duftöl alle gegangen. Mit Geruch Lemongrass. Das mache ich ja abends, wenn ich sozusagen Geschirr gespült habe. Und ich weiß, über die Nacht kommt jetzt kein neues Geschirr mehr an. Mache ich so 2, 3 Tropfen in den Ausguss rein. Und ja, ich finde, dass es ein angenehmer Geruch ist, wenn man dann früh morgens wieder in die Küche kommt und es riecht dann wirklich schön nach Lemongrass. Also der Duft hält dann auch wirklich lange an. Also so mache ich das zumindest. Natürlich kann man sich das auch in so einem Tee Duftkerzen Schälchen, wo man Wasser und dann kann man auch 2, 3 Tropfen rein. Das mache ich bei bestimmten Gerüchen nicht. Zum Beispiel alles, was mit Zitrone, so Zitrusfrüchte, die benutze ich natürlich für den Ausguss sozusagen. Und Fleißigtee ist natürlich auch alle gegangen. Und zwar haben wir noch einmal einen Kamilletee gehabt. Und ja, mein Sohn wollte unbedingt einen Kamilletee trinken und deswegen wurde der dann gleich leer gemacht. Dann haben wir die You're My Berry von Teekanne, der Bärentee. Auch richtig, richtig lecker. Kann ich euch auch empfehlen. Und ja, die passend auch natürlich zur Winterzeit haben wir natürlich auch wieder Wintertraum, Zimtsternorange von Messner. Auch richtig gut. Die schmecken natürlich nur warm. Diese
diese Zimttees von Messner schmecken irgendwie nur warm. Und die kann man auch kalt gut genießen. Also die schmecken dann nicht irgendwie eklig. Dann heiße Zitronen, sobald es kalt wird, wollen meine Kinder heiße Zitronen trinken. Und da habe ich die von Apoday. Da, ja, wie man sieht, da ist schon das ganze Ding leer. Die habe ich aus der Apotheke. Also ja, woanders habe ich irgendwie noch nicht wirklich gefunden. Und ja, da hole ich die immer. Dann ist einmal wieder ein guten Morgentee alle gegangen. Da hat meine Tochter, die hat eine Thermoskanne dabei und dann noch so ein To-Go-Becher. Und da ist dann jeden Morgen auf dem Schulweg, hat sie dann sozusagen noch einen warmen Tee. Und dann habe ich einmal wieder einen Yogi-Tee, meinen Frauenballons, den ich ja immer trinke. Und dann habe ich von Yogi natürlich auch noch was Neues ausprobiert, nämlich Feel Pure. Und das ist diesmal ein, ja, wie soll ich sagen, ein Kräuter-Gewürztee-Mischung. Also der andere ist ja auch eine Kräuter-Gewürztee-Mischung, aber hier ist Zimt mit drinne. Und ich finde, der geht auch so in die weihnachtliche Richtung durch das Zimt. Also finde ich sehr angenehm, ist wieder auch sehr beruhigend durch die Kräuter. Und ja, ich bin gespannt, welche Yogi-Tees ich noch ausprobiere und mir noch gut gefallen. Also bis jetzt sind es ja nur Frauenballons, dann noch der andere Frauentee und Frauenpower heißt der, glaube ich. Und jetzt noch der Feel Pure. Also ich habe jetzt schon drei Yogi-Tees für mich entdeckt. Ja, das war's. Kiste ist leer. Das waren meine aufgebraucht und leer gemacht Sachen für euch. Ja. Wie gesagt, die Kapseln verlinke ich euch unten wieder in der Infobox und die Räucherstäbchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss!